Ich habe einen Plan. Wo wollt ihr ernsthaft hier sitzen? Ist die Sonne. Du bist im Schattenmann. Frühstückszeit. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Was? Frühstückszeit. Vor allem, das sieht nicht nur. Nein, das ist aber schon Mittagessen. Das könnte gerade noch so als englisches Frühstück durchgehen. Ja. Das ist aber nervig. Du musst japanisch essen. Corn Dog. Das ist ein Corn Dog, Mann. Was ist das für Fleisch? Grubefleisch. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Soll ich dir beweisen? Ich esse es jetzt auf. Wow. Und das zeichnet das auch, das Grubefleisch ist. Okay. Warum geht ihr ausgerechnet jetzt so langsam? Oh, wie so langsam? Geht immer schneller, die Treppe hoch. Ja, aber es ist heiß. Es ist viel zu heiß. Viel zu heiß. Das ist doch schaffen. Ich hätte überlegt, dass man die da mitnehmen. Ja, warum muss ich immer filmen? Nimm! Es ist nicht einmal Wind. Guckt euch das schöne Wetter an. Wunderbar hier. Wunderbare Menschen, wunderschöne Menschen. 35 Grad und erst 11 Uhr. Was? Ja. Noch besser. So, gestern wurde dieses Tier schon noch nicht richtig beansprucht. Na, Abendsonne. Ich glaube, ich bin selber nicht. Ich weiß gar nicht, ob du auf der Linse drauf bist. Ich bin auf der Linse drauf, ich sehe mich doch da. Ich bin Profi, ne? Entschuldigung. Anfänger. Ja, auf jeden Fall gestern in der Abendsonne wurde es richtig beansprucht, die jetzt in der Mittagshitze. Ich freue mich schon ein paar Stunden, wenn ich das wieder ausziehen kann. Wenn du das ausziehen kannst, ausbringen musst. So. Heute geht's. Achso, war doch noch fertig. Ich freue mich dann schon. Ich mache heute ein Eisbad. Wenn überhaupt noch wieder ins Bett zurückkommt, dann Eiswürfel holen, ins Bad legen, in die Badewanne legen und dann rein. Und hoffen, dass man es irgendwie überlebt. So. Ja. Wo geht's heute hin? Osaka Castle. Osaka Castle. Mit der Schafe. Mit Junger. So, was machen? Oder wollte diese IC-Karte, mit der nicht so viel zahlen müsst, den ganzen Tag über. Das ist ein paar Cent billiger. Japanische Cent. Na gut, dann darf's. Jeder macht sich halt selber, einzige selber, ne? Muss er ja. Doch? Jeder holt sich hier so eine IC-Karte selber. Ja, okay, ich gucke, wie du das machst, dann machst du das ab. Ich weiß nicht, wie das geht. Erstmal Englisch. Eine Ewigkeit später. Okay. Na, wenn ich will jetzt. All fair information. We displayed in English. Okay. Kann man das da drauf schicken? Warte. Deposit is included in this purchase. Deposit will be returned with the return of the card. Please contact station staff for the card. Also wir können es jetzt hier kaufen? Ja. Ja, diese IC-Card. Ja, genau, Kuka. Kann man hier kaufen. Aber ist das die, mit der wir dann überall hinkommen? Die Kuka-Karte. Das frage ich mich gerade. Ja, scheiße, wenn wir uns jetzt einfach 2000 kaufen, dann nicht fahren können. Doch nicht, wenn da über den kommt. Ja, ich guck mal, kommt damit über hin. Ja, aber wozu die Unterschiede? Nee, ich guck das mal, dass man das bei beiden kaufen kann. Ja, aber warum sind die Unterschiede? Wo ist der Unterschied da drin? Bleib einmal kurz so stehen. Fastway Island. Fast. We want now to go to the castle in Osaka. Also today. Morning to other sightseeing. And we want to buy a thing which we can drive overall in Osaka. And we need to get the ticket to get Osaka Japan. And after that, we need to get a subway.
The subway has one zip pass. We will display it in English. Okay. Ja, muss ich auch draufdrücken? Ja. Das ist 2000, drückst du drauf? Dann tust du da das Geld rein. Stimmt, erst muss ich das drauf. Mach einfach einen 5er, dann kriegst du 3 Einsatz wieder zurück. 1000 Yen als Münze? Nein, du kriegst 3. Du musst es aber, weil diese Automaten haben alle gestern 1000 Yen gekostet. Ja, die haben aber Scheine zurückgeführt. Jetzt kriegst du auf die 2000. Schön, du bist jetzt nur. Das war's. Okay, machen wir auch mal. Geld. Und ich hab die Karte. Super. Ich will das auch mal. Auch jetzt hältst du die Fackel wieder. Es blinkt rot. Ich werde zum Fackelträger. Nee, warte. Einfach alles ganz. Mach die Kuh da raus. Du musst nur noch auf Englisch gehen, um sicher zu gehen, was du auf Japanisch anklicken willst. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich darf durch. Thank you. Hä? Warum darf ich da nicht durch? Alter! Die andere Seite zeigen. Die andere Seite. Ja. Nein! Geht nicht. Ah, okay. Thank you. 1500 drauf, ne? Ja. Wir haben viel mehr bezahlt jetzt. Wie? Was? Wie? Wo? Ich wusste, es war ein Fehler. Alle Vorstellungen waren ein Fehler. Ich hab den Automat kaputt gemacht. Warum? Ich hab den als Erster gekauft, ich bin nicht reingekommen. Aber warum die beiden? Warum? Was sind die alles gemacht? Weil wir die Premium-Karte haben. Komm ich gleich noch raus? Ne, die große Frage ist jetzt einfach, wann wurde jetzt 500 ab? Ja, damit kann man. Vielleicht wird einfach so ein pauschal was abgesucht. Ja, vielleicht können wir jetzt einfach überall rumfahren. Okay. Nee, lass mal. Wo? Dann bitte. Lol. auf welchem Gleis? Und eine Mütze. Wenn das jetzt links ist? Das ist Gleis 3. Letzte Seite haben wir. 35 Grad. So, der große Moment, komme ich mit meiner Karte wieder raus, womit ich nicht reingekommen bin? Wo machen wir erstmal die anderen? Ja, ich darf auch gehen. Ich bin raus, gekommen. Ja. So scheiße. Was, seid ihr auch drin? Ja. 1020 ist eigentlich gekostet. Ja, ich fahre weg. Ja, hier ist gut. Alter, wo sind wir? Wo sind wir? Ist das der Ausgang? Das ist wie bei so einem Supermarkt am Ende dieser Kasse. Da sind auch immer die ganzen kleinen Artikel, die man noch schnell kaufen kann. Ja. Wollen Sie das noch schnell zukommen? Müssen wir reingehen? Nein! Nein! Nein, um uns! Nein! Alter, nein! Ich hab die Beizahn müssen. Das ist viel zu wenig. Die drei sind viel zu wenig. Wollen wir jetzt hier hoch? Ich würde versuchen, wenn wirklich rechts rauszukommen. In der Straße. Hä, warum? Straße. Was? Wir sind von da gekommen. Osaka Kasse ist da hinten irgendwo. Du hast recht, wir müssen da. Ich habe immer recht.
Was? Nein. Was? Ist diese Reise schon so oft gefälscht? Nein. So oft nein. Ich bin immer zum richtigen Gleis gegangen und ich bin immer. Doch, ich bin immer zum richtigen Gleis gegangen. Immer. Wir sind immer in die Richtung gefahren, die ich fahren wollte. Wo ich versagt habe, ist die Auswahl des Zuges, die auf dem Gleis eingerollt ist. Also ich hatte den Local genommen, haben sie aber dann den Express genommen. Und es kam eine Durchsage, dass der Zug an irgendeiner Station nicht hält. Und es war genau unsere Station, wo der Zug nicht hält. Gut. Auf zum Osaka Castle. So, Osaka Castle war schon eine interessante Sache. Nur schade, dass ich da nicht so viele Bilder machen durfte. Mhm. Ja, vielleicht mal ein paar gesehen gerade. wohin geht eigentlich jetzt? In den Schatten. In den Schatten, das ist eine gute Idee. In den Schatten. Das bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, du hast recht. Hier ist scheiße, Sonne ist hier so krass. Kann man wieder sehen. Es war einfach auf dem Turm, wo die Sonne drauf knallt, war es einfach angenehmer als auf dem Boden. Ja, weil es war ein japanischer Turm. Es war ein japanischer Turm. Der ist isoliert. Boah. Ein Eis wäre gut. Oder im Inneren eines Gebäudes wäre gut. Oder ein Keller. Was tust du da? Was tust du da? Was ist los? Was? Ich sehe alles, ich sehe alles. Was? Big Brother is watching you. Ich mache einen auf 50 Cent bei Eminem. Was? Ich finde es schon ein bisschen krass in so einem Japan. Also man kann erstmal, ja keine Ahnung, du siehst das alles, also beziehungsweise ich sehe es alles, aber ich kann es nicht wirklich alles bis zu glauben, weil das ist ein anderes Land. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Du kannst es nicht fassen, dass du gerade hier bist. Ich meine, ich sitze hier in Japan rum, laufe hier auf Osaka Castle rum, laufe generell in Osaka rum, Tokio auch demnächst. Und Sven, wir haben endlich bist du auch mal ein Ausländer hier in der Clique, ne? Ich bin ein Ausländer. Endlich bist du auch mal ein Ausländer. Hier sind nur Japaner. Nur Schnitzaugen. Jetzt weiß er, wie ich mich mein Leben lang fühle. Also ich meine, ich sitze hier in Osaka rum, nächste Woche noch in Tokio und okay, ich glaube, da ist ein bisschen Fremdland hier. Da läuft Godzilla rum. Da läuft Godzilla rum. Also ich habe gehört, da soll es nicht krass sein mit den ganzen Cosplayer, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich finde es einfach, es sieht einfach komplett anders aus. Also du hast hier, wenn du hier durch die Straßen läufst, besonders auch jetzt abends, habe ich es jetzt gesehen. Okay, mal so einmal bis jetzt abends. Aber eher die Porno und Lolli. Du hast hier, okay, das ist hier auch noch okay. Das ist hier okay. Das find ich eher krass. Das ist es. In Deutschland finde ich es eben, wenn man über Animes und so weiter redet, voll viele kommen auf dieses Thema mit Lollipops und so weiter. Und diese Bereiche, die so sehr sexuell. Ja, die sehr sexuell sind. Und das ist halt der Punkt, wo viele in Deutschland halt so sagen. Deswegen, also viele finden halt, find, das halt von allem. Ja, und ich finde, aber man kann es verstehen. Was ist los, fuck? Aber ich finde, man kann es verstehen, wenn man ja mal in Japan war, weil du gehst in diesen Laden rein, ja, und direkt neben diesen Anime-Sachen gibt es die etwas freizügigen Anime-Sachen, eine Etage weiter höher, und dann plötzlich diese nackten Weiber überall. Aber sowas von. Und neben. Und nicht nur Lollies. Und nicht nur erwachsene nackte Weiber, sondern auch kleine, ja, nackte und Mädchen. Also, und das halt im also die nackten kleinen Mädchen gibt es so in der Anime-Variante, aber es gibt halt auch die nackten Weiber halt in echt und halt in Anime. Ja. Und halt die Anime-Lolita. Und da kann ich schon verstehen, wenn man was sagt, ist so, los, Junge? Ist so, fuck, ich bin jetzt weg. Und ich glaube, was machst du? Spielst du Fate? Ich hab grad. Guck mal, ich wusste, ich werde nichts mit dir. Guck mal. Ah, ich spiel Fate. Guck mal hier.
4 Sterne, 5 Sterne. Nur Craftessence. Zeig mal die Kamera. Nein. Damit man es versteht. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Doch. Lass mich in Ruhe. Schick ihm einen Screenshot davon. Nein. Doch. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ah. Er ist einer abgefuckt. Hat er sein Handy? Ich meinte das halt irgendwie. Ne? Ich meine, viele Leute kennen, also wenn man halt über Animes anfängt zu reden und so weiter, klar, die Klassiker, so One Piece und sowas, das kennt viele Leute. Jeder. Mögen nicht unbedingt auch viele Leute. Jeder. Nicht. Aber wenn man hier sowas kommt wie auf Highschool DxD oder Testament of Sisters New Devil und so weiter. Wenn du sowas in Deutschland guckst, dann wirst du halt daraufhin blöd angeguckt. Hier wiederum in Japan ist das normal. Es ist komisch. Ich meine, wir hatten auch in so einem, was war das für ein Gebäude? Was war das für ein Store? Da gab es Spiele, Figuren, alles im Anime-Bereich halt. Wie der Christian gerade schon sagte mit den Etagen. Da gab es da oben so ein paar noch Spiele, wo du dir dein eigenes Mädchen da gestalten konntest, wie du willst. Ja, egal wie alt, du kannst jung gestalten. Vielleicht kann man auch so mal ganz unscharf ein Bild einblenden. Das ist auch Video. Einen Moment. Kurze Anmerkung. Wenn du so eine Tour machst und es dir die ganze Zeit anhörst, ich würde da von der Klippe springen, ich würde da irgendwo... Die fahren die ganze Zeit damit rum. Die ganze Zeit. Also, wir haben hier so Gräser, wo richtig so große Grillen sind. Ne? Wir haben die gehäuteten Varianten gesehen. Ne? Die ganzen die Panzer von denen. Vielleicht hier ein Foto? Vielleicht ein Foto einbilden, einblenden. Und einblenden. Und auch hier einfach nur vorstellen reicht. Oder hier die ganzen. Arbeit ist egal, aber diese Wespen, was auch immer das sind. Achso. Jedenfalls, als ich das anschaue, würde ich lieber durch das ganze Gras laufen, wo diese alle sind. Weil es ist schon sehr lustig, aber wenn du das eine halbe Stunde anhörst oder so, das ist doch eine Kugel. Ja. Dann machst du auch Harakiri. Hier ein Bild. Oder ein kurzes Video. Oder ein GIF. Oh Mann, ey. Japan ist schon ein interessantes Land, auf jeden Fall. Und es ist jetzt der zweite Tag. Also für uns, ja, es ist. Wir haben Mittwoch, ne? Ja. Das ist der erste richtige Tag, den wir jetzt hier verbringen. Der Tag davor war ja. Vorher war ja nur Dienstag, da sind wir angekommen, Hotel gesucht, gelandet und so. Schlafen. Nicht so viel mit gelabert. Okay, interessant. Hast du schon wieder deine ganzen Parts raus? Oh mein Gott. Zeig doch mal. Fuck, Alter. Nein, geh weg. Lass mich wieder in Ruhe. Lass mich jetzt wieder in Ruhe. Du hast was Gutes gezogen. Auf zu reden. Du hast was Gutes gezogen, Mann. Scheißegal. Aber nur einmal. Ja und? Verdammte Scheiße. Er hat, wie heißt die? Chris. Die Turia. Chris, ich mach nur den hier. Zeig mir mal die Kamera. Zeig die Kamera auf mich. Nö, jetzt nicht. Bist du sicher? Ja. Diesen Moment willst du ja, die Kamera. Ich zeig's nicht, weil man es eh schon sieht. Echt? Ja. Okay. Das sind beide Chris. Also 5 Sterne zu? Ja klar, das ist 5 Sterne zu. Was hast du so gezogen? Lenta ist 5 Sterne. Die ist mit 5 Sterne. Achso. Dein ist 4. Eintra Pentagon Lancer Version. Das ist halt ein Spiel, kennt ihr nicht. Vielleicht ein kurzes Bild. Warte, wo ist der Christian Kopf? Da. Christians Kopf. Da. Ich Christian Zecker. Da, das bist du Chris. Das, mehr nicht. Spaß. Freut sich jetzt nur, weil ich hatte halt die böse Version. Achso, und ich hab übrigens die nochmal gezogen. Ich hab jetzt zweimal. Sollen wir vielleicht so eine Tour machen? Sollen wir kurz das vielleicht erklären, wie du für Pet machen? Für Leute, die das Spiel nicht kennen? Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil wenn ich dazu irgendwas sage, ich werde gehatet ohne Ende. Ey, ich hab jetzt 90 Dinger verballert. Hast du verballert? 90 Quads hab ich verballert. Wolltest du nicht sparen für die Wiki? Nur so eine Frage. Was? Pervers Ding, was hast du gesagt? Nur so eine Frage. Echt Geld? Ja? Okay, warte. Vor 2-3 Wochen, ja. Achso, deswegen hast du so viele Fame-Codes. Ich hab alles drauf gekommen. Zum Abschluss. Guck mal, das sind 1000 Jahre bis Saber sich mich drauf. Man hat's gesehen. Wir hatten uns gesehen. Ja. Scheiße. Okay. Und jetzt wie. Ich mach das mal ein bisschen anders. Ich drehe mich dazu einmal um. Ich
weitergehen. Und die Hand auf Blatt immer macht. Ich meine Brille, hallo. Aber ich dachte eher so, Matane. Was? Matane. Achso, Matane heißt, Tschüss. Tschüss. Matane. Hi. Keine Ahnung, was ist denn mit dem Handy? Wir könnten natürlich schön fahren mit dem Zug, nämlich mit diesem Zug. Umbaut ja, wir könnten mit dem Zug von, von irgendwo in Osaka nach, irgendwo anders in Osaka. Nach, irgendwo anders hin. Nee, nach, oh, es ist grün. Es ist alles grün. Links, rechts, geradeaus. Es ist alles grün. Wir gehen einfach lang, wir gehen einfach hinterher. Ja, aus dem gehst du? Es ist alles grün, wir können rüber gehen. Wir können hier rüber. Du hast es ruiniert. Cool bei den Autos. Wir hätten cool über die Kreuzung gehen können, wie alle anderen Japaner, aber nein, er hat wie einer Wiederkämpfer. Also, wir können von irgendwo anders von Osaka nach, irgendwo anders nach Osaka gehen. Also mit der Bahn fahren, mit der schön klimatisierten Bahn, das wäre jetzt so geil. Aber, wir gehen zu Fuß. Wir tun was für unsere Figur. Wer hatte die Idee? Zeig, genau, genau. Meine Idee. Meine Idee. Ich bin stolz drauf. Weil, beim Christels W. Ich kann ihn aufnehmen, aber er kann mich nicht aufnehmen. Doch, verdammt. Verdammt. Go, 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 go. Trink doch einfach mal Wasser. Nein. Trockenes Wasser, was? So heiß durch die Stadt. Aber guck mal, trockenes Wasser. Drei Worte. Ja, was ist das? Starke Null. Stark Null trocken. Das beste Wasser hier. Durch die Stadt. Mit Mut macht. Nein, wir müssen im Takt bleiben. Ja, ich war ein bisschen so weit gerade. Ja, aber passt nicht im Takt. Weißt du, hat nichts. Hat kein Taktgefühl. Hier sehen Sie ein wildes Christian bei seinen Fotoaktivitäten. Und hier sehen Sie ein wildes Umut. Ein paar Fotos mehr machen. Das erste, was nichts geworden ist, das war sicherlich noch ein zweites, das gut geworden ist. Ich glaube, man hat sich ganz verstanden, weil durch das Kamerabewegen gab es so viele Geräusche. Okay. Also, wenn das erste Foto nichts geworden ist, macht man noch ein zweites. Gerade noch vorher noch zwei. Wenn das erste nichts geworden ist, hat man noch ein zweites. Es ist bestimmt was geworden. Und jetzt könnt ihr abschalten. Thank you.